Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Fireghost LP. Ja, hier sind wir wieder mitten in dem zerstörten Königreich auf der Suche nach dem Sinn unserer Auferstehung vom Leben. Nein, Quatsch, vom Tod. Die Auferstehung vom Leben, ja, das ist auch was sehr Seltsames, kommt ganz selten vor. Ja, wir haben in der letzten Folge diese kleine... Moment. Ach, falscher Raum. Wir haben in der letzten Folge diese Kleine, gerettet, also angeblich, ich weiß nicht, die krümmt sich immer noch irgendwie so, als wäre sie halb tot, versteckt ihren Kopf unter der Decke und, ich habe ihr extra so einen schönen, schicken, großen Heiltrank geklaut und, der hat wohl nichts geholfen. Egal. Auf jeden Fall, muss ich jetzt glatt mal gucken, was denn als nächstes ansteht. Hallo. 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 Also normalerweise schaut man den Typ, mit dem man redet, in die Augen, ne? Also, trau dich, komm her. Okay, dann nicht. Da steht er rum. Was ist denn? Ich weiß gar nicht mal, was mussten wir denn überhaupt machen? Wir können das nicht lange verheimlichen. Wenn das Mädchen wirklich zum Haus der Balladen gehört, wird man sich dort fragen, wo sie geblieben ist. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Wir müssen zum Haus der Balladen. Das ist anscheinend der Partyraum der Feien. Wo sie sich damit beschäftigen. Ja, dann geh schlafen und lass mich ausreden. Wo sie sich damit beschäftigen, sich ständig die Hucke zuzubrennen. Und da will ich unbedingt hin. Aber erst reden wir hier mit Ost-Ordura. Die Zeiten sind schwer. Doch schwere Zeiten können lohnend sein, wenn man kein Risiko scheut. Wenn ihr das Schwert und den Mumm für Arbeit wie diese habt, könnten wir bei den Kriegsgeweihten einen weiteren starken Arm brauchen. Ja, und wer sind die Kriegsgeweihten bitte? Manch einer versucht vielleicht, es mit schmucken Worten zu beschönigen. Doch wir sind Söldner. Die Besten in diesen Landen. Ihr werdet erkennen, dass jene, die den Eid geleistet haben, in ganz Amalur höchsten Respekt genießen. Ich brauche keinen Respekt. Ich bin gerade auferstanden von den Toten. Was will ich bei den Söldnern? Wieder draufgehen? Nee. Ich denk mal darüber nach, ja? Denkt, so ihr denn müsst. Wenn ich nicht hier bin, könntet ihr euer Glück beim alten Tine in der Schildringfeste auch ohne meine Empfehlung versuchen. Er hat immer Arbeit. Ja, später vielleicht. Na, leb wohl. Ja. Sie ist eingeschnappt. So eine Zicke. So. Wo geht's denn lang? Das frage ich mich schon mal. Benehmt euch. Ich werd's mir merken. Ja, also dann. Ja. Was macht der da? Hallo! Hallo! Was glitzert denn da so? Irgendwas glitzert hier. Aber ich sehe nichts. Hallo! Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon wieder. Da glitzert auch was. Ich glaube, wir können das jetzt sogar einsammeln. Na, probieren wir es mal aus. Keine Reagenzien gefunden. Hallo? Diese Tastenbelegung, ich vergesse es immer wieder. Nein, ja, klar. M, logisch. Karte. Also M steht für Karte. Ah, da war's. Alchemie, wir haben doch einen Punkt hier reingesteckt. Ach so, erhöht deine Chancen, Reagenzien erfolgreich zu ernten. Aha. Okay, gut. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt trotzdem ja mal wissen, wo ich lang muss. Und dazu schauen wir auf M für Karte. Da oben, Haus der Balladen. Mitten im Wald. Ja, wenn man sich mal genau überlegt, so ein Partyhaus mitten im Wald, keine Sau ringsrum, die sich beschweren kann, das ist schon ein perfektes Örtchen dafür. Wer weiß, was die da drum treiben.
Aber dazu muss ich in die andere Richtung gehen. Ich, Schlaumeier. Und zwar glaube ich hier lang. Kann das sein? Was ist das eigentlich? Ist das jetzt die Quest von dem Typen, der da drinnen steht, oder? Nee. Hier. Schwester Zelda. Was hat die denn für mich? Seid ihr auch gekommen, um gegen die Mission zu protestieren? Natürlich. Die Nachricht hat sich über alle Dörfer verbreitet. Jeder spricht davon. Es ist bald geschafft. Und was? Sankt Odwig kann sich nicht mehr lange weigern. Und sobald sie nachgeben, werden alle anderen folgen. Ja? Das Buch wird unser sein. Aber welches Buch? Ihr habt das Buch der Weihe? Aber wie? Die Mönche von St. Odwig halten es in ihrem Reliquiar unter Verschluss. Ja. Vater Dünnwell leugnet, dass Frauen als Mitglieder des Ordens Mitarus geweiht werden können. Obwohl Texte in diesem Buch das Gegenteil belegen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht, mein Freund. Ihr habt vielen Hoffnung gegeben. Bitte, nehmt dieses Gold. Mehr habe ich nicht. Aber ich werde es nicht mehr brauchen, wenn ich mein Armutsgelübde ablege. Aha, okay. Da habe ich also ganz zufällig, ohne es zu wissen, einfach mal einen netten Questgegenstand geholt. Das ist ja praktisch. Also wenn alle Quests so laufen, wunderbar. Ja. Dann geht's jetzt mal hier weiter. Wo sind die da? Großes Tor. Macht keinen Ärger. Ach, ja, ja. Oh, cool. Pflanzen. Einsammeln. Haben will. Schwarzer Korsch. Und ich habe ihn geerntet. Was ist das? Kann man den auch ernten? Es glitzert alles so verführerisch. Ich glaube, ich denke jedes Mal hier, da kann man was einsammeln. Aber dem ist nicht so. Also nicht immer. Bei dem auf jeden Fall schon. Deswegen hole ich es mir jetzt auch. Blutaugen. Superman. Laseraugen. Oh, noch mehr, noch mehr. Alles meins, alles meins. Schwarzer Korsch. Der Name hört sich irgendwie lustig an. Ich weiß nicht wieso. Oh, so viel Glitzerzeug. Da kann ich vor lauter Glitzerzeug kann ich mich gar nicht auf meine Quest konzentrieren. Das ist ja schlimm. Aber jetzt frage ich mich doch mal, was kann dieser Korsch? Sind da Gegenstände drin? Der Gänschensack. Ah. Schwarzer Korsch. Die Wurzeln des schwarzen Korsch sind schon lange für ihre heilsame Wirkung bekannt. Das zerstoßene Pulver aus diesen Wurzeln verleiht jedem Trank die Essenz des Lebens. Ah, das heißt, eine Zutat für Heiltränke. Interessant. Die Essenz des Lebens. Heilsame Wirkung, Blutaugen, Wiederherstellung. Ja, da befassen wir uns später damit. Wir wollen jetzt hier in die Partyhalle. Oder Haus. Ich weiß ja noch nicht, wie groß das ist. Und ob sich das überhaupt rentiert, da hinzugehen und zu feiern. Nicht, dass hier so eine voll... So, wen haben wir denn da? Oh, die hält aber nicht viel aus. Hauptsache am Plündern, ne? Und dann hat sie nicht mal was übrig gelassen für mich. Was ist das? Ein Rucksack. Ah, cool. Die war wohl unfähig, den Rucksack zu öffnen. Deswegen tue ich es jetzt für sie und nehme alles mit. Oh, ich hätte es nicht tun sollen. Also ich muss ehrlich sagen, diese Banditen halten ja nicht viel aus. Also ich meine, ich so als frisch Auferstandener, absolut ungeübt und versteift, die ganze Zeit bloß rumgelegen, müsste ich eigentlich total steife Knochen haben und so. Fühlt sich auch so an, also irgendwie meine Schulter ist glaube ich immer noch ausgekugelt oder so. Und die hier, die schon seit, keine Ahnung, wie viel Tagen durch die Gegend rumlungern und alles... berauben, was nicht nied- und nagelfest ist.
können mich nicht platt machen? Das ist schon ein bisschen ein kleines Armutszeugnis, ne? Ja, wir müssen in die Richtung. Ja, ja, vor lauter Labern vergesse ich immer, in welche Richtung ich gehen muss. Und bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Ah, da ist ein Weg, da ist ein Weg. Ich glaube, dann folgen wir einfach mal dem Weg, weil da müssen wir definitiv da langkommen, da hinkommen, wo ich hin muss. Oh, guck mal, das sind wieder kleine Bogarts. Was machen die denn da? Machen die einen Regentanz oder was? Oh, nein. Hey! Die eigentlich als Rüstung an. Das schaut aus wie Kokosnussschalen oder so. Ja, okay. Oder Baumrinde. Was hat der denn dabei? Einen edlen Birkenholzlangbogen und eine einfache dehnbare Schnur. Aha. Ah. Das ist bestimmt dazu gedacht, um Bögen zu bauen. Interessant. Also, glaube ich. Werden wir dann schon irgendwann sehen, glaube ich. Glaube ich. Ich glaube, und ich höre gar nicht auf zu glauben, vor lauter Glauben kriege ich noch eine Glaubenskrise. Das nehmen wir mit, und das da vorne nehmen wir mit. Das ist meins. Das würde mich mal interessieren, ob das Zeug auch wieder nachwächst. Keine Reagenz hier gefunden, bei zwei hintereinander. Ja, ja, da sind sie wieder, unsere kleinen Waldwichtel. Das war schon. Einfacher Hartpanzer. Alles nehmen. Wie gesagt, gehört alles mir. Bin ich jetzt eigentlich immer noch. Jetzt muss ich gerade mal auf die Karte gucken hier. Es geht ja. Doch, ich bin richtig. Ich bin ausnahmsweise richtig. Ich, die absolut totale geografische Wildsau. Naja, gut. Wenn man mal davon absieht, dass ich erstmal ziemlich verplant durch die Gegend gesteuert bin. Was bist du? Du hast schon wieder so einen Jammerlappen. Bitte. Was ist los? Zweibeiner, bitte helft mir. Die anderen Zweibeiner sind grausam. Sie wollen nicht helfen, obwohl ich verflucht bin. Verflucht? Inwiefern verflucht? Ihr glaubt mir. Viele glauben, ich sei einfach nur ein Zweibeiner. Aber sie irren sich. Ich bin ein Wolf. Von bösen Elfen bei einem grausamen Spiel dazu verflucht, in diesem Körper zu leben. In meinem Kopf sind immer noch Wolfsgedanken. Aber die Körper der Zweibeiner sind so ungeschickt, dass man damit nicht einmal Fleischvögel fangen kann. Hey, jetzt machen wir halblang, ja? Zurückverwandelt werden. Die Elfen sind in der Nähe. Sogar jetzt kann ich sie riechen. Aber mit diesem Körper kann ich nicht kämpfen. Helft ihr mir, Zweibeiner? Naja, ausnahmsweise. Ich mag zwar keine Wölfe, zumindest die nicht, die meinen, die müssen mich die ganze Zeit anspringen. Seid bedankt, Zweibeiner. Aber die Aufgabe ist nicht einfach. Was ist schon ich einfach? Ich brauche Wasser aus einem magischen Brunnen. Er wird von den Elfen bewacht, die mich verflucht haben. Und das soll nicht einfach sein? Seid gewarnt. Die Elfen sind magisch sehr bewandert. Denn der Brunnen, den sie bewachen, ist älter als dieser Wald. Und aus ihm beziehen sie... Ja, das macht dir erstmal nichts. Kommt bald zurück. Ja. Du Jammerlappen. Also, ich weiß ja nicht, wenn du den zweiten Fuß nicht nur hinter dir herziehen würdest, dann wärst du vielleicht auch ein bisschen geschickter, ne? Nicht erst hier über die Zweibeiner rummeckern, ne? Die sind so ungeschickt und die können nichts, ne? Ich wäre hier wieder ein Wolf. Benutz mal beide Füße, dann klappt das auch. Idiot. Ich will jetzt aber trotz allem erst ins Partyhaus. Schon wieder falsch gelaufen. Oh nö,
Sag bloß, der läuft. Achso, ne, der läuft im Kreis. Gut. Ich dachte schon, der läuft hier mit zum Partyhaus. Je, Party, Party. Oh. Hallo, ich will Party machen. Ich würde euch hier einladen mitzukommen, aber nicht so. Naja. Dann nehme ich lieber das mit, was ihr besitzt. Und gehe alleine Party machen. Oh, ist das? Oh, was ist das? Sehr leicht bannen. Ammann-Statue im Frühling. Ah, wir haben also Frühling. Haben wir ja gar nicht so falsch gelegen. Schwierigkeit sehr leicht. Talent bannen. Bannen. Oh, okay. Sobald der Cursor auf einer Glyphe ist, um sie zu durchbrechen. Glyphe schließen sich nach einer Weile wieder. Verfehlst du eine? Verfehlst du eine, schließen sich alle. Aha. Manche Glyphen schließen schneller als andere. Achte auf die Reihenfolge des Durchbrechens. Durchbrich alle Glyphen, um den Schutzzauber zu bannen. Aha. Sämtliche derzeit wirksamen Effekte werden durch unsere beobachtete Seite des Bildschirms angezeigt. Kannst du die derzeit wirksamen Effekte auch über die Startseite des Pausemenüs ansehen. Drücke F, um fortzufahren. Na super. Nein, jetzt bin ich schon wieder tot. Okay. Merke, wenn man nicht weiß, wie Bann funktioniert, sollte man es besser bleiben lassen. Habe ich mit dem eher, mit dem habe ich gesprochen. Schwarzer Korsch mitnehmen. So, jetzt aber. Redet mit mir, Zweibeiner. Ja, ich habe übrigens die Taste gefunden, um den Heiltrank zu nehmen. Das war R. Aber ich wette sowieso, wenn ich irgendwo in einem Kampf bin, habe ich es eh wieder vergessen. Da werde ich dann wahrscheinlich wieder suchen und suchen und... ach ja, da war was. Die Partymuffel persönlich wollen sich mir in den Weg stellen. Einsammeln. Ja, leucht du nur da hinten. Ich lass dich mal in Ruhe. Ich komme, Party, ich komme. Aha, neuer Ort entdeckt. Ich glaube, da gehen wir auf dem Rückweg rein. Weil ich habe jetzt irgendwie voll Bock drauf. Oh, was ist das denn? Aha. Erstmal schlafen legen oder wie? Schaut aus wie so eine Mischung aus Werwolf und Dinosaurier. Achso. Das wollte ich ja gar nicht. Sein, dass die Angst vor Feuer haben? Oder ist meine Schockwelle einfach so gigantisch? Krass. Das macht ja noch fast mehr Spaß als mit dem Schwert. Ist ja geil. Ist zwar bloß sinnloses Rumgewedel, so im Endeffekt, aber... Lustiges, sinnloses Rumgewedel. Oh, haben will.
Juhu. Vergesst immer, dass ich nicht springen kann hier. Hallo? Lyrias Segen. Hatten wir den schon mal? Nee, egal. Unwichtig, da vorne steht eine Truhe. Ist viel, viel wichtiger. Und weh, da ist jetzt nichts Besonderes drin. Naja, aufschließen. Kupfertalisman, Birkenholz, Zepter und Goldmünzen. Was? 8 Stück? Ist aber ein bisschen wenig. Na, was kann denn dieser Talisman? Das ist bestimmt unter Rüstung. Tatsache. Blockt 4 Schaden plus 10% Elementresistenz. Aha. Oh. Schaut ja cool aus. Aber. Ja, der Schild ist doch noch besser. Der schaut zwar ein bisschen langweilig aus im Gegensatz zu dem Talisman, aber ich behalte ihn mal. Nehmen wir das noch mit. Oh, ich sehe schon. Oh, das Haus der Balladen. Ich höre schon die Partymusik. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Bin ja mal gespannt, ob das was kann. Nee. Echt jetzt? Was ist denn hier los? Ist ja eine Namenparty, ist ja nichts los hier. Schluss jetzt, Sterblicher. Ihr gehört nicht zu unseresgleichen. Und der Sitz von Sir Zagrel wird niemals von jemand derart Weltlichem eingenommen werden. Hallam der Weiße bereitet den Wettstreit vor und darf in dieser Zeit unserer größten Not nicht gestört werden. Ja, das ist ja jetzt erstmal unwichtig, aber vielleicht interessiert sich ja, dass eine von euch fast umgebracht wurde. Ihr sprecht ohne Zweifel von Illuvia, diese ungestüme Närrin. Ich habe ihr gesagt, sie soll eure Ansiedlung meiden, überhaupt ganz Odarat. Aber sie hat noch nie auf meine Warnungen gehört. Ich werde sie bei ihrer Rückkehr angemessen maßregeln. Es ist schlimm, sicher, aber nicht das erste unerwartete Ereignis in dieser Geschichte. Was ist vorgefallen? Wir haben sie vor Banditen gerettet. Ja, mir ist die steigende Anzahl von Menschen in Dalentart schon aufgefallen. Es muss an diesem Krieg liegen. Ich verstehe das alles nicht. Was ist der denn da? Ach ja, die Euren erwarten doch für eine gute Tat immer eine Art von Trophäe, richtig? Ein Schmuckstück oder so etwas. Vielleicht ein andermal. Seid bitte so nett und übermittelt den Einwohnern von Gorhard eine Botschaft. Wir wollen ihnen nichts Böses und sie haben nichts von uns zu befürchten. Aha. Und eine Belohnung kriege ich keine, oder wie? Das ist ja super. Ich werde hier sein. Ja, schön. Was bringt mir das, wenn ich nichts krieg von dir? Und nicht mal auf der schicken Party hier mitmachen darf? Entschuldigt mich. Hört mir zu, ihr alle. Wie ihr bereits gehört haben werdet, ist es im Haus der Balladen zu einem freien Sitz gekommen. Aha. Es gab ein Ereignis. Eine gewaltige Wendung in der Geschichte unserer Art. Aha. Sir Zagrel ist gefallen. Oh, tut mir aber leid. Bezwinger von Osigan, Verteidiger der Krone von Haxi, wurde besiegt. Ein Tod im Haus der Balladen eröffnet einem Helden die Möglichkeit, sich unter die größten Streiter in der Erzählung der Feien einzureihen. Ja, hier, das bin dann wohl ich. Gehören nicht in die Häuser Craig, der Feien. Wenzel, hallo? Geht nach Hause, Sterblicher. Hat auch nur einer von euch den Mut, die Prüfung zu bestehen? Wenn ja, werden eure Abenteuer bis in alle Ewigkeit in den Himmel gesungen werden. In den Himmel werden sie gesungen. Hallo, alter Mann.
Ich möchte in den Himmel gesungen werden. Dies betrifft euch nicht, Sterblicher. Ihr könntet es nicht verstehen. Einer unserer meistverehrten Helden ist gefallen. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Sir Sagrels Ableben bedroht seine Legende. Kein Sitz im Haus der Balladen darf leer bleiben, wenn die großen Geschichten nicht enden sollen. Und das darf niemals geschehen. Ja, ich möchte seinen Platz einnehmen. Ihr seid kühn, doch auf diese Art werden die Geschichten im Haus der Balladen nicht erzählt. Allein ein würdiger Feienheld kann seine Aufgabe erfüllen und seine Legende zu Ende schreiben. Doch dies sind seltsame Zeiten. Die Magie webt sich selbst in neue Muster und es gibt Veränderungen. Das Einzige, womit wir Feien keinerlei Erfahrung haben. Ja, ihr seid ja auch alle allwissend. Könnt ihr euch den anderen Anwärtern anschließen. Auch ihr könnt versuchen, den Graborka zu besiegen, Sagrels Ring zu bergen und seinen Sitz im Haus der Balladen einzunehmen. Ja, Graborka. Der ist wo? Der Bau des Borka liegt östlich dieses großen Hauses. Ich dachte's mir doch. In der Höhle von Gorguat. In der Nacht, nach Einbruch der Dunkelheit, kann man seinen unruhigen Schlaf hören. Die Schreie sind beunruhigend. Ich überleg's mir nochmal, ja? Geht und macht das Lied zu eurem eigenen. Okay, so wie es ausschaut, kriege ich keine Bedenkzeit. Ich muss das gleich machen. Ich wünsche euch nur das Beste, Sterblicher. Also, nachdem die jetzt alle losrennen und ich den ja eigentlich besiegen will, ne? Kann ich ja nicht warten damit. So. Die Höhle. Erstmal die Punkte lokalisieren. Egal. Laufen wir einfach mal. Ich vergesse jedes Mal dieses Sprinten. Das ist... Ich trödel hier durch die Gegend, verplemper wertvolle Zeit, indem ich langsam laufe, anstatt dass ich renne. Wo war denn jetzt diese Höhle? Ach, auf der anderen Seite. Das nehmen wir noch mit. Ja, so schwer kann der ja nicht sein, oder? Probieren wir es einfach mal aus. Da ist wieder so ein singender Stein, der einfach singt, ohne dass man unterbrechen kann. Sir Sagrel war gewitzt, stets fröhlich und charmant. Ist durch seine Taten allgemein bekannt. So kommt und lauscht dem Lied vom Meisterdieb. Das Lied vom Meisterdieb? So, Sagrel war also er war ein Meisterdieb. Ja, immer diese Diebe. Ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich irgendwie so eine Anziehungskraft für Diebe. Hier ein Dieb, da ein Dieb, dort ein Dieb. So, dreister Staubling. Ihr habt keine Rolle in der Erzählung der Feinde. Hast du eine Ahnung? Diese Geschichte gehört einem von uns, nicht irgendeinem Welpen, der frisch aus der Wiege gekrochen ist. Frisch aus der Wiege? Ich hab den Tod überstanden, ja? Du Arsch. Was wollt ihr hier in Gorguat? Ich will nur helfen. Also lass mich. Sagrels Legende ist wahrlich dunkel. Und wir könnten jede verfügbare Hilfe brauchen. Auf einmal. Aber der Sitz wird niemals von einem Sterblichen besetzt sein. Dessen bin ich mir sicher. Naja. Wir kommen zu spät, um den Borka bei seiner Mahlzeit zu erwischen. Jetzt schläft die Bestie, beschützt von den Ranken und Gräsern von Gorguat.
Aber noch ist nicht alles verloren. Wenn wir die Wurzeln vernichten können, bevor sie Halt finden, können wir die Bestie aufscheuchen. Kommt, ich beschäftige den Borka und ihr sucht nach den Herzranken. Ja, okay. Haltet die Augen offen. Wenn ich wüsste, was die Herzranken sind, wieder vielleicht? Nein. Die da vielleicht. Der Borka hat Verbündete um sich geschart. Öffne Tür. Okay. Ja, aber wo finde ich jetzt diese Herzranken? Was sind das für komische Köpfe? Die müssen ja rein theoretisch irgendwie in irgendeiner Art und Weise leuchten. Oder nicht? Wir müssen geschwind sein. Dies ist kein Ort, um zu verweilen. Ja. Ja, ich weiß, die Herzen. Haltet die Augen offen. Aber wo zum Teufel. Ah! Ich glaube, ich habe da sowas gefunden. Hallo? Da. Schluss mit lustig. Ach so, das ist nur eine Truhe. Das ist aber eine komische Truhe. Der Borka hat Verbündete um sich geschart. Ein neues Schild. Das hört sich interessant an. Das legen wir doch gleich mal an hier. Warum warten, wenn wir es eh schon haben? So, Eisenkartschild. 15, 11. 7 Schaden, 6 Schaden. Naja, okay. Schaut genauso aus wie das alte, aber macht nichts. Was ist da? Oh mein Gott, ein Toter. Sag mal, wie weit muss ich denn in diese Höhle rein, um... Okay. Dann muss ich ja wahrscheinlich garantiert einmal im Kreis rund um das Ding rumlaufen. Hat Verbündete um sich geschaut. Ja, ist klar. Weiß ich. Habe ich schon mitbekommen. Eine Himmelsblüte. Kurzzeitig meine Steuerung versagt. Geil. Er macht das anscheinend immer mit einer anderen Waffe. Das ist richtig geil. Ich finde das voll geil. Meine Fähigkeiten sind unzerstörbar. Zeremonielle Beinpanzer. Ein gelber Gegenstand. Gelbe Gegenstände sind bekanntlich gut. Gut bis sehr gut. Warte mal, da muss ich rein. Oh, die schaut auch gar nicht so schlecht aus. Oh ja, gib ihr halt mal an. Aber jetzt ohne rumzutrödeln, geht's weiter. Gorgoroth will, dass wir verschwinden. Da war ich, da muss ich lang. Ja, ich weiß, die wollen uns hier nicht haben, weil wir dürfen hier nicht in den Wald eingreifen und so, oder wie auch immer. Was ist jetzt los?
Oh. Ein Pestträger. Den wollen wir hier natürlich nicht haben, weil wer will schon die Pest? Ich habe so das Gefühl, ich bin hier falsch. Aber hier liegt bestimmt noch irgendwas rum. Oder auch nicht. Schade. Ich habe mich schon so drauf gefreut. Na egal. Ja. Auf lauter hier rumgelaufen und rumgespringe und geklapper und gedöns und so, wie ihr wisst schon. War ich hier nicht schon? Wie bin ich jetzt hierher gekommen? Ich bin nur denselben Weg wieder zurückgelaufen, oder nicht? Gorgoroth will, dass wir verschwinden. Ja, ja, ist klar. Deswegen ebnet er mir auch die Wege hin zu seinen Herzranken. Okay, nein, ich war hier noch nicht. Ja, musst du jetzt da reinlaufen und die angreifen. Du bist doch... So, Wichtel. So, und tschüss, Wichtel. Erstmal hier einsammeln, ne? 7 Gold. Fragt sich, woher dieser Wichtel das Gold hat. Beinpanzer des Feuerschildes. Reparaturkit, trübe physische Schere. Ja, egal. Nehmen wir alles mit. Irgendwann kann man es garantiert brauchen. Wo geht's da hinten hin? Irgendwas Interessantes für mich? Nein? Oh Mann! Immer diese Sackgassen, wo nichts ist. Da kam ich her, da gehe ich lang. Okay, gut. Ich habe das wohl vorher nicht geschnallt, dass ich irgendwie einen anderen Weg genommen habe. Das schaut ja alles so gleich aus. So. So, dann haben wir ja den ersten Teil geschafft. Und da unten ist auch dieser Graborka. Ein komisches Viech. Der ist so klein. Der schaut gar nicht aus, als könnte irgendwas. Ja, aber nachdem die Zeit ja schon ziemlich fortgeschritten ist, ne, würde ich jetzt mal sagen, wir beenden das erstmal hier und machen dann in der nächsten Folge direkt mit dem Boss da unten weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, kommentiert, wenn euch was nicht gefallen hat oder wenn ich was besser machen kann. Wie gesagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, es ist noch keine Gronkh-Qualität, aber vielleicht wird's das ja irgendwann mal. Und bis dahin würde ich sagen, schaut einfach weiter mit rein, unterstützt mich und ja, ich freue mich auf jeden Kommentar und jede Hilfe. Bis zur nächsten Folge, ciao, ciao!